Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Heute mit einem kleinen Infovideo und zwar erstens mal die Post da und ich möchte ganz herzlich mal Dankeschön sagen an den Matthias von der Bausteinecke. Die Dinger sind ruckzuck gekommen, ich habe sie gestern bestellt, heute Morgen habe sie in der Post. Top, auch wenn man hätte den Umkarton ein bisschen kleiner wählen können, war ein riesengroßes Ding. Aber das U-Boot braucht ja auch ein bisschen Platz, ne? Jo, es ist viel Post gekommen. Ich habe Teile aus China bekommen, ich habe den musste ich jetzt endlich aus unserem Wohnzimmer rausholen, weil meine Frau sich beschwert hat. Ich habe den schwarzen Geländetruck komplett auseinandergenommen und ja, eine Achse ist noch zusammen, aber der Rest ist in den kleinen Kisten drin. Und die will ich dann noch alle einsortieren, weil ich habe nämlich auch jetzt hier kleine Sortierkisten bekommen. Ich habe mir extra 200 Stück bestellt, damit ich ein bisschen Ordnung da reinkriege. Ich meine, Pins und Achsen, die mache ich in die Koffer jetzt rein. Ich hätte vorher Achsen und sowas da rein sortiert, also und Zahnräder. Aber die Zahnräder, das sind jetzt auch mehr, werde ich jetzt auch alle damit reinmachen. Weil, wo habe ich es denn jetzt? Ich habe eine ganze Kiste. Räder. Meine Kinder haben schon ein Rad geklaut. Ja, Tatsache. Weil hier sind, das sind nur Pins und Zahnräder, die habe ich bestellt. Weil ich damit was arbeiten will, beziehungsweise ein bisschen rum experimentieren, rumspielen. Deswegen habe ich auch hier so einen ganzen Haufen von diesen Technikbars geholt. Und habe hier auch schon die ersten Zahnräder mal reingemacht. Und das ist relativ witzig, wenn man sich das anschaut. Ich mache mal hier vorne so ein 45-Grad-Ding drauf. Das ist jetzt, was ich da gebaut habe, ist quasi so ein Google umgekehrt. Das heißt, diese Googles, die sind ja, wie sagt man das am dümmsten? Da kann man, es gibt da einen YouTuber, der hat ein ganzes Video gemacht, dass er das Ding gemacht hat, dass es sich 1000 Jahre braucht, bis das letzte Zahnrad sich dreht oder irgend sowas war das. Und ich habe das halt genau umgekehrt gemacht und wenn ich jetzt hier vorne das erste bewege, dann fängt das auch schon an zu vibrieren und man braucht halt irrsinnig viel Kraft. Ein Motor, so ein kleiner Motor, der schafft das schon gar nicht richtig. Aber ich könnte jetzt auch hergehen. Es ist ja jetzt hier so warm. Ich habe extra mir Rotorblätter bestellt. Das machen wir auch gerade mal. So, zack. 1, 2, 3. Ich habe die nämlich noch nicht ausprobiert, ob die jetzt gut funktionieren oder nicht. Weiß ich noch nicht. So rum und so rum. Müssen ja gucken, dass die alle in der richtigen Richtung sitzen. So, das dreht sich jetzt so rum. Müsste der so rum sein. Nee, andersrum. Jetzt guckt an. Ah, es geht. Aber es ist dann einfacher, wenn man das, glaube ich, dann so macht, dass man halt hergeht. Zack. Zack. Zu langsam. Nur zwei, drei Achsen dazwischen machen. Ja, auf jeden Fall seht ihr mal, was hier so momentan los ist. Ich muss das jetzt alles halt hier mal zwischenparken. Muss ich alles einsortieren. Muss mir auch jetzt gucken, dass ich dann vielleicht da drüben noch einen zweiten Schreibtisch hinstelle und wo ich dann halt die Sachen nur alle drauf mache, damit das alles seinen festen Platz bekommt. Ja, und noch was, wir haben geplant, nächste Woche Samstag, das ist der, lasst mich nicht lügen, lasst mich gucken, der 25. mit einem Livestream zu machen. Ich bin auch am überlegen, was ich jetzt dann machen werde, ob ich dann jetzt dem Dom's Dodge Charger, den habe ich auch hier, den habe ich mir mit meinen eigenen Teilen zusammengesucht. Ich habe geschaut, ich habe genug dafür. Das Einzige, was ich zusätzlich bestellen musste, war der große RAM. Ich habe genug Motoren, dass ich den vielleicht sogar in einer RC-Version bauen kann.
und wenn es klappt, sogar Licht reinzumachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ankommt oder ob das überhaupt irgendwann mal ankommt, weil das ist auch unterwegs, aber der Status steht jetzt schon seit 3 Wochen auf im Bearbeitungssender. Naja gut, ist halt so. Kann ich nichts machen. Ich weiß nicht, ob sich mein Bruder einklinken wird dabei, ob er mitmachen möchte. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, dann habt eine Webcam zu Hause. Könnt ihr gerne auch ja ein kleines Bauen mit Freunden oder sowas machen, dass man zusammenklemmt. Dass man schön zusammen bauen kann. Dann kann man auch dabei schwätzen und man kann halt sich an den Chat kümmern und sowas. Das kann ich alles nebenher machen. Aber das wäre halt ganz cool, wenn man sowas machen würde. Ne? Da könnt ihr euch dann ganz einfach bei uns melden. Entweder macht ihr das über die Social Medias oder schreibt uns einfach hier unten unter das Video in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, ob wir was hinkriegen, ob wir was auf die Beine gestellt kriegen, halt, dass man mit mehreren Leuten vielleicht mal zusammen klemmen kann oder was. Ich weiß nicht, wie groß jetzt die Kapazitäten sind, wenn wir diese Streams freischalten, dass man mit mehreren Sachen machen kann. Müssen wir halt schauen, wie es wird. Und ob wir dann vielleicht noch einen separaten Moderator dazu kriegen und ob es was kommt, das machen wir, das planen wir dann alles jetzt so zwischendurch und neben der Hand her. Mein Bruder weiß jetzt auch noch nichts davon. Ich würde jetzt auch durch das Video vielleicht überrascht werden. Das werden wir mal sehen. Jo, dann würde ich sagen, bevor ich jetzt gleich weg muss. Ja, ich habe auch noch ein Arbeitsleben. Sortiere ich jetzt noch ein bisschen was. Und mache vielleicht noch die Eingangsvideos für diese zwei schönen Dinger hier. Die finde ich echt cool. Lange macht ja normalerweise immer nur eine Architektur. Das fand ich jetzt echt cool. Deswegen habe ich mir das auch gleich bestellt bei Matthias, weil ich das gesehen habe. Beziehungsweise mein Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht. Gesagt, hier, guck mal. Und ich fand die so geil. Ich bin echt gespannt. Vor allem Ding, der hier hat 238 Teile. Und der soll 447 mm lang werden. Das sind 44 cm. Bei so wenig Steinen. Das ist ja dann schon. Was ist er? Ja, so lang. Bei so wenig Steinen, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich. 13 cm hoch, 13,2. Der uns doch wohl nicht anflunkern kann. Es gibt auch noch mehr. Habe ich aber jetzt noch nicht gesehen. Die sind halt mit... diese Flightstands gibt es extra. Cool. Cool, 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 cool. So, was hat der für Maße? 42 cm und 12 cm hoch. Ist auch. So. Und das bei 285 Steinen. Cool, ist er. Ich bin gespannt, ehrlich. Und ob die Qualität auch wirklich von den Modellen her, wie wir sie jetzt hier, das Link Memorial haben und das Brandenburger Tor, ob das halt auch so gut ist. Ja, das werden wir dann sehen. Aber erstmal muss ich aufhören. Gut. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen ein schönes Klemmen. Meldet euch, schreibt uns in die Kommentare, empfehlt uns Freunden, abonniert uns. Und merkt euch das schon mal vor mit dem 25. Juli. Wird wieder 20 Uhr werden, denke ich. Und ja, wir werden versuchen, beziehungsweise ich werde versuchen, dass wir den Streams über mehrere Plattformen kriegen. Dass wir vielleicht auch über Twitch mitgehen. Ihr müsst euch auch nicht unbedingt zeigen. Es ist hier jedem freigestellt, wie ihr das wollt. Ihr könnt auch genauso gut, wie ich das zum größten Teil die letzten Male gemacht habe, beim Stream. Ich habe ja nur am Anfang Hallo gesagt und habe dann die Kamera mit der Angel hier über den Tisch gedreht, dass nur noch meine Flossen zu sehen sind. Das reicht ja auch voll aus. Das reicht ja, wenn wir dabei nicht um Zeug labern. Ja, mehr brauchen wir nicht. Gut. Dann würde ich sagen, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal euch da draußen. Ciao.